grosse Sieg gefeiert hat, im Cup auch erfolgreich war. Und das ist der Anlass, den wir jetzt zusammen feiern wollen und die Eröffnung von dieser Teilwandausstellung, wie man immer das nennen will. Ja, es ist toll, dass so viele Leute gekommen sind. Und wenn ich in die Runde schaue da und zurückdenke an die goldenen Jahre, dann fühlt ihr euch alle gerade viel jünger. Stell dir vor, gehen wir am Alter nach. Max Heer, Verteidiger, rechter Außenverteidiger gewesen, bekannt gewesen als unerbittlicher Mann auf dem Platz, hart im Gehen, ausdauernd selber führen gelaufen, hinterher wieder zurück. Publikum hat mir gerufen, Maxli Holzen. Er ist von 70 bis 78 hat im FCZ gespielt. Dann der Ernst Rutschmann, wo auf der rechten Seite im Mittelfeld gespielt hat, die meiste Zeit. Viele Penaltys versenkt hat. Und bis vom 1971 ist er zusammen mit dem Timo Konietzka, dem Trainer von dieser goldenen Zeit, ist er zusammen vom FC Winterthur zum FCZ gekommen. Ist bis zum 77 geblieben. Schließlich der René Botron, der Mann, der jetzt ein T-Shirt gibt. Er war einer der Stars, wenn nicht der grösste Star von diesem Team war. Mitte 70er Jahre. Links Mittelfeld. Ist er vorne gerannt. Allen gegnerischen Spielern davon gerannt. Und hat dann meistens mit dem rechten Fuß, mit dem Ausserrist, den Ball in die Mitte gegeben, wo Katic oder der Jean Dupé oder der Risi, Peter Risi später war, oder Franco Cucinotta und die versenkt. Der Röne war von 1973 bis 80 beim FCZ. Bei dem Anderlecht hat zum Beispiel der bekannteste Spieler ist der Rob Rensenbrink, der wahrscheinlich in Erinnerung ist, holländischer Nationalspieler. Zwei WM-Finals auf dem Platz, 1974 und 1978. Und eben auch zweimal gegen den FCZ. Und der, der gegen ihn musste spielen, war der Max Heer. Was hast, Max, was hast du für Erinnerungen an die Match gegen Anderlecht und an Rob Rensenbrink? Ja, es ist eigentlich. Wir haben ja gewusst, wie stark das er ist. Da habe ich auf dem Spiel und er hat mir vor der Halbzeit immer mal hintereinander hergekommen. Dann hat er mir gesagt, du spielst nicht fertig. Gut, ich habe dann auch nicht fertig gespielt. Ich hatte dann drei Töckel im Scheibeil. In der Halbzeit musste ich dann raus. Also im Match in Zürich. Das Rückspiel das ist, wo man gewonnen hat. Das ist natürlich ein Profi, im G. Und hatte dann auf die drei Löcher im Scheibein. Aber er hat mir es auch gesagt. Ich habe nicht gewusst, wo. Aber es ist dann passiert. Und Ernst, was hast du für Erinnerungen? Es ist einfach so das erste grosse Spiel gegen eine starke Mannschaft. Wir haben nur gewinnen können. Wir haben uns gut eingestellt. Wir sind gut eingestellt gewesen. Wir haben bis in den letzten Minuten gekämpft, dass wir ein positives Resultat hatten in Anderlecht. Und mit dem Auswärtsgoal, mit diesen zwei Auswärtsgoal, hat es für uns die Möglichkeit gegeben, dass wenn wir in Zürich 1-0 gewinnen, dann ist man eine Runde weiter. Oder? Und das hat uns natürlich Kräfte ausgesetzt, wo wir haben können, das dagegen halten und das 3-2 für uns positives Resultat haben wir können heimnehmen. Das Resultat war ein 1-0 in diesem Rückspiel. Wie genau das, was es müssen sein? So, wäre es gut geschossen. Manchmal hat man Glück im Leben. Und wenn es einen Penalty gegeben hat, dann hat jeder vielleicht einen anderen angeschaut. Und ich habe in dieser Zeit einfach das Selbstvertrauen gehabt, habe den Ball genommen und habe das Goal geschossen. Und zum guten Glück hat es gelangt.
Aber so ist der Fußball, oder? Bescheiden, bescheiden. Also du hast das einzige Goal, das Siegesgoal geschossen. Wie ist das gegangen? Von der zweiten Liga Nazi A, also drei Ligen, vier Ligen rauf auf in einem Sprung. Ja, es war effektiv einfach, weil ich eine hervorragende Mannschaft gekommen bin. Wir hatten dazu mal wirklich eine klasse Mannschaft. Ich habe ja nicht gewusst, ob ich mich durchsetze. Und ich war in der Drittliga. Aber ich bin dann in eine Mannschaft reingekommen, die dazu mal sicher in der Schweiz fußballerisch die stärkste Mannschaft war. Und dann war es auch relativ einfach dann für mich. Oder? Wenn ich gute Mitspieler habe, ist es einfach, in eine Mannschaft hineinzukommen. Und da habe ich sicher profitiert und habe auch meinen Teil dazu vielleicht beigetragen auch. Und ja, so ist es dann eigentlich positiv alles gelaufen. Das Training, wie ist denn das? Ist da ein grosser Unterschied gegeben? Ja, das ist natürlich klar. Ich habe im FC Glarus haben wir zweimal trainiert. Dienstag, Donnerstagabend und am Wochenende den Match gehabt. Und dann bin ich natürlich zum FC Zürich gekommen. Und wir haben dazu mal aber noch nicht den Vollprofi-Fußball in Zürich. Da haben wir noch alle einmal trainiert, jeden Tag, haben wir so am Nachmittag zwischen 4:30 und 4:30 irgendwie getroffen. Das war einmal. Natürlich, gut, ich war jung dort. Und wenn man jung ist, fällt einem alles einfacher. Oder man ist vom Läuferischen her vielleicht, ja, überlegen zu den älteren Leuten, oder? Aber ich habe schon, einmal schon gesehen, ich bin eine klasse Mannschaft gekommen. Und nur durch das habe ich auch meinen Weg können, so relativ gut lancieren. Und wie hat man dann trainiert beim FCZ 1974? Wie häufig haben die trainiert und wann? Also ich kann mich erinnern, wir haben glaube ich einmal trainiert am Nachmittag. Die meisten haben geschafft, weil damals der Profifußball in der Schweiz noch nicht vorhanden war. Oder? Dann die meisten haben bis um 3 Uhr geschafft und das sind dann in den letzten Grund gekommen, dort trainiert. So ist das eigentlich losgegangen. Ja. In der Vorbereitungszeit haben wir natürlich zweimal trainiert. Das weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Bist du nicht dabei gewesen? Bist du dabei? Da sind wir alleine trainiert, in dem Fall. Nein, du bist in der Schule gewesen. Genau, genau. Du bist ja schon dich weiterbilden. Genau. Nein, wir sind ja manchmal im Seilhölzli gewesen. Und im Leipziger Rund. Ja. Max weiss ich nicht mehr. Du bist ja schon alt. Genau. Wir sind immer ein bisschen ausgewichen. Dann haben wir hinten im Stadion, im alten Stadion, hat's ja noch kleine Hallen gehabt. Dort haben wir ja meistens Gymnastik gemacht. Überall genau. Stationen. Einfach ohne Ballen sind wir gesehen. Und am Mittag haben wir Tribünensteige gemacht, einen 10.000er gemacht auf der Bahn. Das war die Vorbereitung, oder, die wir hatten. Ja, das ist in diesen Jahren ist das noch klassisch gewesen. Der Timo war ein Deutscher gewesen, und er hat in Deutschland hatte den Max Merkel als Trainer gehabt. Und wenn man da weiss, was das für ein Typ war, das ist jetzt wieder Felix Magath, oder? Der, der die Leute quält, oder? Und er hat mit dem angefangen in der Vorbereitung. Muss immer denken, Vorbereitung drei Monate ohne Spiel, oder? Da kann man schon etwas machen für physisch und die hat uns dann geholfen während der ganzen Saison, dass wir jedes Spiel dominiert haben. Wir sind mehr gelaufen wie der Gegner und dazu haben wir noch mehr Ballen gehabt. Und dann hat es das ein Übergewicht gegeben bei uns, dass wir eigentlich im Prinzip nach einer Stunde haben wir können schalten und walten und dort haben wir meistens Differenz gespielt. Ja. Die Meisterschaft war damals 26 Runden kurz. Die Winterpause ist 3 Monate gegangen. Was haben Sie im Winter gemacht? Ski gefahren. Nein, wir haben uns gefreut aufs Trainingslager. Oder? Man hat dann in der Schweiz hat man gesagt, man muss irgendwo hingehen, wo schön Wetter ist, wo gute Plätze waren. Im 71 sind wir auf Deutschland gegangen, sind wir in eine Sportschule gegangen. In der Sportschule haben wir das Essen von der Sportschule
Und draussen hatte es noch einen Sandplatz. Keinen Rasenplatz. Und wir haben dreimal am Tag trainiert. Und als wir dann Mittag ins Kosin essen, haben wir da gesehen, was uns serviert. Oder? Da haben wir zum Beispiel haben wir mal so einen Kübel voller Senfsauce mit gekochten Eiern. Für Spitzensportler. Also, wir haben dort eine Woche lang hart trainiert und praktisch nichts gegessen. Unser Manager hat dann einmal am Mittwoch organisiert, dass wir irgendwo noch einmal Spaghetti essen können. Und das hat dann einen Exzess gegeben. Am Schluss sind wir mit dem Musikbox im Saal umeinandertanzen, weil wir etwas zu essen hatten. Und Spaghetti haben wir noch selber gezogen. Aber nachher sind wir auf Italien gegangen, oder? Hat er gesagt? Ja, nachher in 1974, 1975 waren wir in Governciano, ja. In Florenz. Und dort bei der italienischen Nationalmannschaft, die haben Köche und alles zusammen, haben gute Plätze, wir haben Bälle, dort haben wir ganz anders können trainieren. Und dort haben wir ja am Mittwoch mal ohne Voranmeldung gegen die italienischen Nationalmannschaft. So Gausio und die Herren sind alle mit dem Mercedes gekommen. Auch 10'000 Zuschauer gekommen, ohne Reklame. Haben wir gegen die gespielt können, in Italien. Governciano. Und wie ist es ausgegangen? Perdu. 0-2. Ja. Wir sind mal perdu. Wir haben verloren. Aber das war ein guter Match. Also, die reden jetzt noch davon. Und ihr habt gearbeitet, oder? Nein, ja, ich habe immer geschafft. Also ich habe nur die Stunden, die ich nicht arbeiten konnte, sind kompensiert worden vom FC Zürich, oder? Und ich war immer im Dreieck, kantonales Labor, Letziger und Seebach. Und das hat einen geprägt, oder? Aber man hat Freude am Fußball und in so einer grossen Mannschaft, wo ich spielen durfte. Ich bin ja von Winterthur gekommen und da hat es nicht so viele Klassenspieler gehabt. Und da hat man wirklich einen Nebenspieler gehabt, der einen können lancieren konnte, der einem geholfen hat. Und so hat sich dann das entwickelt. Und unser Tabakchef, der Nägeli, oder, hat dann die guten Spieler geholt. Und in diesem Jahr hat er Toni geholt und den Katic. Und der Katic war für uns Goal gewesen. Mit dem haben wir nur so einen Kopf anschiessen, dann war es Goal gewesen. Nicht so gut wie gegen Anderlecht, aber haben Leeds, also der englische Meister und nachmalige Finalist vom Meister gehabt. Haben Sie immerhin geschlagen zu Zürich? Nein, wir haben unentschieden gespielt. Nein? Für Leeds haben wir unentschieden gespielt. Auswärts haben wir 3-1 verloren in Leeds und daheim haben wir unentschieden gemacht. Du bist zu bescheiden. Nein, man muss die Realität ist so sein. Am 2. Oktober hat der FC 2-1 gewonnen. Wer hat das Goal geschossen? Das Siegesgoal? Der Ernst. Ja, muss noch ein Faktor ist noch gsi. Wir sind 7 Familienväter gsi und die Sozialkompetenz von denen Vätern, hat man auch gemerkt im Spiel, oder? Verantwortung und wo jeder treibt hat und das Ziel. Das Beste rauszuholen, oder? Und die Familienväter haben sicher dabei getragen, dass wir eine Harmonie hatten im Spiel, dass man die jungen Spieler integriert hat und denen geholfen hat, dass sie noch besser werden. Und wir sind nachher stolz gewesen, dass der Röni dann international auch noch stärker geworden ist. Und das ist ein Teil von der Mannschaft, wo ihn mitgegeben hat. Aber er hat sich eingebracht. Und durch seine Frohnatur, wo er war, oder? Da hat es nichts Negatives gegeben, er hat immer gestrahlt. Er war immer mit einem Spruch nicht verlegen gewesen. Er war also immer präsent gewesen. Und das hat beigetragen, dass wir eine Harmonie in der Mannschaft hatten. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wie das ist mit Libero zu spielen. Aber für euch war das normal. Also, könnt ihr euch schildern, wie er es gemacht hat? Ja, es war eigentlich das. Wenn wir von den Verteidigern, also
auf der Seite gerutscht sind, vorne sind, ist er natürlich hier gerutscht hin und hat uns abgedeckt. Es war dann auf der Abdeckung, du hast können gehen. Und je mehr du gegangen bist, hast du deinen Flügel mitgenommen. Der hat dich auch decken. Und bist immer sicher, ich muss nicht wieder retour rennen, es ist einer da. Das war der Renzo Bionda. Ja, das war der beste Libero. Was haben die für Erinnerungen an das Cup-Finale oder auch an die anderen Cup-Finals gegen Basel vorher? Wir waren immer etwas spitzig. Das Resultat war immer etwas eng. Und, man ist einfach reingegangen mit der Überzeugung, dass wir den Match gewinnen können, ob es das Basel ist oder Servette. Und uns ist es bei diesen drei Göpsigen gelungen, einfach, dass wir im richtigen Moment unsere Goal geschossen haben und das Spiel können entscheiden konnten. Und die Rivalität natürlich zwischen Basel und Zürich war natürlich extrem. Es ist ein Göpfinal, das hast du gesehen. Dort, das erste Mal, wo wir mit dem Zug gegangen sind, da hast du im anderen Bärung Basel gesehen. Oder? Und wir waren dann Sieger. Das ist auch in der Meisterschaft eine Woche vorher, wenn du Basel gehabt hast, ist schon im Radio, ist schon die Medien mehr auf das Spiel zugespitzt worden. Ich habe ja Meister gegen den Hitzfeld gespielt. Dortmund, oder? Aber der ist. Der hat es lieber, wenn ich ihm eins gebe, dann hat es einem anderen gegeben, nachher, oder? Mir hat es nicht mehr recht. Aber eben, er hat ja geschrieben, vor 5 Jahren, im Bild, er hat geschrieben, wer ist der härteste Gärtner von dir? Er hat mich erwähnt. Aber da bin ich Stürmer gewesen. Ich bin erst in Zürich nach einem Jahr bin ich Verteidiger geworden. Ja, und der Platz ist 5 Meter kürzer zu Zürich, oder? Jetzt mehr. Auf Deutschland, ich meine, das ist ja super explosiv. Ich hatte einen Beruf. Und mir war der Beruf eigentlich immer wichtig. Und finanziell ist natürlich dort noch nicht. Sehen wir auch mal, wo heute müsste ich ja gehen. Oder mit 76 kann ich eine Druckerei eröffnen, oder? Dann hat er noch geholfen, einräumen mit dem Kopf so, hat es eine Maschine getragen. Und das ist mir besser gelegen noch. Du hast nach der Arbeit auch auf Länderspiel verzichtet, oder? Du hast ja, Aufgebot gehabt. Ja, ich 4. Aufgebot, da ich musste sagen, ich kann nicht eine Woche ins Trainingslager kommen. Habe ich aufgehört. Früher habe ich ein Programm gedruckt, ja. Und auch Billett gedruckt für das ganze Stadion. Bevor die gekommen sind, die technischen Sachen. Wir haben immer das Programm gedruckt. Wir haben 27'000 Billett gedruckt. Den Grossteil hast du nachher vollgerührt, aber hast für jeden Sektor, jeden Platz müssen drucken. Das war auch, wo wir Glasgow hatten. Glasgow Rangers. Dort haben wir aber keine müssen fortschiessen. Dort bin ich. Am Abend sind wir immer eingerückt. Wegen den Buben. Sind wir eingerückt, Haus am Albis. Und dann morgen um 6 Uhr bin ich aufgestanden. Und bin bis um 2 Uhr wieder arbeiten. Und nachher hast du Glasgow Rangers gezogen. Glasgow Rangers war der erste Gegner und der letzte. Hat Liverpool geheißen, das war ein Meistercup-Halbfinale. April 1977. Was sind eure Erinnerungen an die Begegnungen, die beiden? Ja, wir sind ausgeschieden. Nein, riesen Frust. Nein, also meine. Mal ganz klar, die Liverpool, die sind einfach besser gewesen als wir. Wir haben zwar keinen schlechten Match gemacht, aber in Liverpool chancenlos. Ja, wir haben natürlich Hoffnung gehabt, dass wir nicht ausgelost werden gegen Liverpool. Ja.
sondern gegen München-Gladbach. Da hätten wir eine größere Chance ausgerechnet, oder? Aber wo es geheißen hat, Liverpool musste das Fell und bestens verkaufen, oder? Aber gegen so eine Klassenmannschaft hat es einfach nicht gelungen. Und wir haben auch einige Angeschlagene gehabt, wo man ins Spiel gehen. Ich weiss noch gut. Wir haben da so einen riesen Verband drum herum da, ist eine Halbzeit gegangen, ist nachher fertig gewesen. Und die anderen sind so frisch gewesen und haben da uns deklassiert. Deklassiert einfach. Und das war ein grosser Unterschied, einfach. Ja. Aber wir sind in den Halbfinale gekommen. Ja, natürlich. Ja, wir haben Dresden geschlagen. Ja. Wir in der Schweiz haben eine relativ magere Auswahl gehabt in diesen Jahren. Und wenn man sieht, wie unterschiedlich dass die Spieler auch zwei sind in der Meisterschaft. Und wenn man dann mit solchen Spielern gespielt hat in der Nazi, ist man einfach dann ein Limit gekommen, dass wir körperlich einfach nicht auf dem Niveau sind. Oder? Ich habe im Russland-Spiel von der Bank habe ich die Spieler angeschaut. Oder? Und da habe ich Muskelpartien gesehen bei diesen Spielern, wo bei unserem Schweizer Spielen habe ich die keinen gesehen. Also, die haben viel anders trainiert. Nein, der ganze Körper. Beim FCZ ist dann auch härter trainiert worden, bald einmal. Gusti Lennart, der da hinten sitzt, ist als Assistenztrainer gekommen. Vorher hat es eigentlich nur einen Trainer gegeben, die Person von Timo Konietzka, der hat ohne Assistenten, ohne Goalie-Trainer. Das war einfach der gewesen, der das Training geleitet hat. Dann ist aber auch häufiger trainiert worden, Ernst. Du hast gesagt, im 77 hast du... Ja, ich musste sehen, meine Limite ist da. Mein Ziel war, einen guten Beruf zu haben. Ich bin zu Zürich gekommen und habe dem Präsidenten gesagt, ich will eine Arbeitsstelle, sonst komme ich gar nicht. Und sie haben mir dann eine Arbeitsstelle gesucht, im Kanton Labor. Und dort habe ich... können mich weiterentwickeln und wo es geheißen hat, jetzt müsst ihr am Morgen noch trainieren, habe ich gesagt, ja, das ist in meinem Beruf, das, was ich will, im Beruf, ist für mich unmöglich. Dann habe ich müssen sagen, es macht keinen Sinn mehr, oder, zweimal am Tag trainieren. Und für mich war es am besten gewesen und ich konnte nach einer Weiterbildung im Beruf und bin immerhin 40 Jahre im kantonalen Labor und habe einen guten Job gehabt. Also, es hat alles zusammengepasst und darum ist der Abschied. Ich habe 6 Jahre, 6 Titel. Also, mehr ist für mich fast nicht möglich gewesen, oder? Wir sind auch die Ersten gewesen, die Liebling-Reklame bekommen haben. Das hängt dort oben. Das erste Liebling. Wir sind die Ersten gewesen. Wir sind auch die Ersten gewesen, die das Auto bekommen haben. Von der Toyota Celica, also hat es gegeben, der blau war und ein Streif und das Wappen. Wir waren die Ersten in der Schweiz. Gut war es, wenn wir nicht mit ihr sind, natürlich. Also, das Auto nicht können vor das Restaurant stellen, oder? Nein. Das haben sie wieder geheißen, wir sind wieder am Saufen. Oder? Hast du immer müssen. Ein bisschen verstecken im Kreis wie ein Auto, oder? Das ist etwas Gleiches wie. Wo wir den Göpfinal gewonnen haben, wo das Abfuhrwesen angerufen hat am Morgen. Der Pokal stand hinter dem Abfallkübel. Wo dort hinten ist, ja. Der ist auch mal stehen geblieben. Du bist einer der ersten Profis gewesen, beim FCZ, mit 21, glaube ich. Das ist richtig. Ja. Ich habe 75 die RS gemacht und nach der RS bin ich eigentlich dann, trotzdem hat dann Zürich auch die neuen Spieler, die sie verpflichtet haben, verpflichtet mit einem Profivertrag. Oder? Und so sind eigentlich die ersten Schritte dann gekommen, beim FC Zürich die Umstellung zum Profi werden. Also, sie haben immer alle geschafft, eben. Aber die neuen Spieler, die verpflichtet worden sind, die sind verpflichtet worden als Profi. Und so ist dann langsam der Wechsel passiert. Genau. Und ich habe nach dem 75, als ich die RS gemacht habe, habe ich dann auch Profi gemacht. Genau. Und dann haben wir morgen einen Nachmittag trainiert. Das war der erste Schritt gewesen, ich würde sagen, im Schweizer Fußball. Zürich, Servette, GC vielleicht noch und vielleicht noch Basel, die haben dann dazu mal den Schritt in den Weg geleitet. Und so ist eigentlich der Profifußball in der Schweiz entstanden. Und du hast nachher die Fortsetzung gemacht, wie sie heute komplett üblich ist. Du bist dann
ins Ausland gegangen. Auf Deutschland, Bundesliga. Das ist richtig. Ich habe 1980 hat sich der erste FC Köln für mich interessiert. Und für mich ist immer Bundesliga trotzdem immer gesagt, eine vorrangige Liga. Und das ist vom Sportlichen her, habe ich gesagt, ich probiere das. Und habe dann den Schritt gewagt von Zürich, von einer Klassemannschaft weg. Das ist nicht einfach, oder? Aber ich habe dann gedacht, doch, du musst es probieren. Und bin dann so nach Köln gegangen. Medien sind viel weniger präsent gewesen. Also jetzt hat da ein Journalist aus dieser Zeit, Knut Bobsin, der FCZ-Spezialist vom Blick war in den 70er Jahren. Es ist schön, dass ich eingeladen worden bin. Sehr schön, dass ich alte Freunde wieder sehe. René, heißt der Rutschmann, und den Max Herr. Da hinten ist auch der Pius, oder? Genau, Pius Fischbach. Okay. Lipo von San Filippo. Schau, den lieben René Potterum betrachte. Der liebe René kam mit fliegenden Haaren aus dem Glaserland nach Zürich. Und wir Mädchen haben gesungen, bo, bo, bo. Was ist passiert? Timo war Trainer, Timo Konietzker. Wir gehen jetzt zum Coiffeur. Denn der René muss in die Rekrutenschule. Ich bin mit René zum Coiffeur gegangen. Habe gesagt, so viel abschneiden? Sagt er, nein, nicht so viel. Oder noch so viel, jedenfalls hat er den guten R-Schnitt bekommen. Er ist in die RS gekommen. Ich war mit bei der einen Gliederung, da sagte der Kommandant, den Schlips musst du noch besser ziehen, das musst du noch alles lernen. Aber René war, wie gesagt, ein sehr, ganz, ganz lieber Typ. Er war als Star in Anführungszeichen gekommen, aber war wirklich anerkannt von überall. Porsche, glaube ich, ist er durch die Gegend gerast, oder René? Porsche? Genau, hatte ich mal, ja. Wie ist der Porsche heute? Verschrottet. Und der René hat ja eine gute hat sich ein Aufgebot bekommen für die Weltauswahl. In Dortmund hat zusammengespielt mit Beckenbauer, mit Keegan, wie die alle hießen, die Stars, mit Oleg Blochin. Nach dem Match, Oleg Blochin, also ganz alleine saß er da, keiner hat sich um ihn gekümmert, bin ich mit René mit dem Block in eine Disco gegangen. Erstes Spiel war gegen den Weltmeister Argentinien, Cordoba. René musste linker Verteidiger spielen gegen Maradona. Resultat des Abends 0-5. Das ist in dem Film, dem Maradona-Porter kommt das am Anfang vom Film. Wie der Maradona im Schweizer Strafraum sich durchspielt und nachher mit dem rechten Fuß, glaube ich, hinter dem linken Bein durch eine Flanke schlägt. Und das geht damit ins Kopfball. Ja, das mit dem Essen, das hat stattgefunden. Wir waren da in Container und wir waren nie sicher, ob die anderen etwas hören. Oder? Und wir haben dann uns dann zurückgezogen und die Besprechung haben wir ja schon vorne gemacht. Für uns ist eigentlich, man hat ja gewusst, wer spielt, wie es spielt. Man hat das erste Spiel, das wir verloren haben, wir haben die Informationen gehabt, dann sind wir einfach ins Spiel gegangen. Wir haben auch ein bisschen etwas geschwätzt, dass wir das Gefühl haben, die anderen nehmen das jetzt auf. Oder? Also von dem her haben wir denen nicht geholfen. Und das Resultat von 3-2 für sie hat nicht gelangt. Also wir sind da dann dafür im Halbfinale geworden. Wegen GC, das Verhältnis zu GC? Das war immer sehr gut, GC. Wir haben meistens gewonnen. Und ich weiss, einmal bin ich gesperrt, bin ich auf der Tribüne und bin hinter diesen Leuten gehockt. Fans von Zürich, und die haben für jeden Spieler haben die einen speziellen Namen gehabt, oder? Der Rassentöpf, der und der. Der Storch. Der Storch. Nein, das ist einfach so, die haben mitgelebt, oder? Da hat man einfach gesehen, wie die Fans mitlebt. Heute sind es mehr mit der Pracht, die es da jeder Spiel bringt, oder? Das ist also super, und heute lebt auch Die Schweizer Meisterschaft lebt von diesen Kulturen, von den Fans, oder? Wir waren doch Kreis 4 Mannschaft, FC Zürich. Also die Beziehung ist
die sind hinter den Gleis, der GC, und wir sind der Arbeiterclub gsi. Unsere Fans waren auch so gsi. Und wir waren in der Restaurant gsi, nach dem Match. Dann hat es aber auch einige GC-Spieler, die zu uns gekommen sind, gegessen. Also, nein, es war mehr von den Fans der Rivalität. Ich habe sehr viele gekannt, die in jedem Match bei uns dabei waren, besonders im Europa Cup. Wir hatten einen Charter. Da sind alle von Zürich mitgeflogen und wieder retour. Oder? Und am Schluss vom Spiel, wenn wir irgendwo waren, hat man miteinander etwas genommen und über den Match geredet. Oder? Ja, ja. Wir haben das vorher so beiläufig erwähnt. Wir sind nach dem Spiel in Disco oder in Beiz. Ist das im Verlauf eurer Karriere mal ein Thema gsi, dass wir nicht so viel hinter die Binde hauen von Trainerseite, Mannschaftsarzt, oder haben wir einfach gar nicht so über die Schnur gehauen? Oder ist das, ihr habt vorhin gesagt, man musste das Auto ein bisschen verstecken, ein bisschen kontrolliert sind wir gsi, aber doch nicht so wie ja, heute. Nach dem Match war es ein bisschen anders gsi, aber am Montag haben sie uns da den Trainer auf den Vertrag genommen. Bei uns war es so gewesen, wenn man gewonnen hat, ist alles in Ordnung. Ja, dann ja, dann kannst du es machen, aber das war auch nur jetzt, gerade nach dem Match gewesen. Aber unter der Woche hast du dir das nicht erlauben können. Volllassen, oder? Es hat zu viel gehabt. Dann. Und dann haben wir immer noch die Presse hinten dran gehabt, den Bob gesehen. Da war auch immer so vorsichtig, oder? Nein, wenn mal ein Fest war, oder? Göpfinal gewonnen, ich weiss ja. Noch, gesehen der Rudi Brunnenmeier. Der hat am meisten gefestet, oder? Am anderen Tag war Training, oder? Und dann haben wir wieder alles rausgeschwitzt, oder? Er ist zwar auf allen Vieren von der Brunnenmeier, aber er ist der gewesen, und am Schluss ist er, hat er das Zeug auch wieder rausgeschwitzt. Er hat im 96 angefangen und im 97 bin ich dann zu Zürich gekommen und da hat man mit denen geschafft, wo man das Ziel hat, erste Mannschaft oder Fußballkarriere, dass man denen geholfen hat, dass sie weiterkommen. Man hat die anderen Belange geschafft und hat das Beste versucht, oder? Und in den Jahren nachher sind ein Haufen der Abdi, der Cemaili, die sind alle zu meiner Zeit sind, die in der Juniorenabteilung waren, oder? Vielleicht eine Episode mit dem Edi Nägeli. Das hat einige gegeben. wir haben ein Freundschaftsspiel gehabt, wir haben schlecht gespielt, dann hat der Edi Nägeli einen Match abgemacht. Irgendwie neu mit dem Tessin unten. Irgendwann mit dem Podio oder irgendwo, dann müssen wir dort abreisen, oder? Am Samstag haben wir ein Spiel gehabt, am Sonntag haben wir müssen dort abreisen, das Spiel machen. Da haben wir etwa 10 oder 12 0 gewonnen und dann sind wir im Speiswagen heimgefahren und dann nachher hat der Edi gesagt, ich könnte machen, was ich will, aber kein Exzess wollte. Der FC Zürich hat einmal eine Fußballschule durchgeführt. Ich weiß nicht mehr, Anfang 70er Jahre oder das war. Und da bin ich vom FC Glarus angemeldet zum FC Zürich und bin jeden Mittwochnachmittag von Glarus nach Zürich trainieren mit den damaligen Stammspielern. Mit dem Köpi, Rosa, einfach alle, die damals beim FC Zürich, die haben uns trainiert. Und nach einem Jahr hat es eine Abschlussprüfung gegeben und sehr wahrscheinlich hat dann der FC Zürich gewisse Namen aufgeschrieben, die vielleicht gut abgeschnitten haben und vielleicht auch weiterverfolgt. Oder? Und so bin ich eigentlich dann irgendwann schon mal der Präsident Nägeli und der Trainer Konietzka sind einmal in einem Spiel gewesen, das habe ich gesehen, als ich geschaut am FC Glarus und habe ich gewusst, die sind sehr wahrscheinlich wegen mir da. Und so bin ich dann eigentlich zum FC Zürich gekommen. Aber jetzt schon ein bisschen Weichenschmied gehabt? Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist logisch. Früher habe ich die im Fernsehen oder bei früher auch Filmen mit meinem Vater im Match und im Letzigrund schauen. Damals hat es noch IF2-Spiel gehabt und Zürich hat es auch Spiel gehabt. Oder? Ich bin sehr viel, ist der Vater mit allen Kindern, sind wir im Match geschaut. Und plötzlich gehe ich ins Training mit den Spielern, die ich vor zwei Monaten noch angehimmelt habe.
Und plötzlich bin ich da am gleichen Trainingsplatz. Das ist logisch, da bin ich sehr, sehr nervös gewesen. Und, aber wenn ich, schon, ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin in eine klasse Mannschaft hineingerutscht. Und darum ist es für mich, natürlich habe ich meine Leistung bringen, aber wenn ich gute Mitspieler habe, dann ist es einfacher. Jeder lebt, wenn ich einen klasse Mitspieler habe, werde ich automatisch besser. Das ist gegenseitig einfach so. Und darum, die Mannschaft hat mir den Weg auch gezeigt. Ich muss ehrlich sagen, bei mir war es der Kopf. Das Können war nicht, weil alle in dieser grossen Mannschaft vom FC Zürich gewusst, was ich kann auf dem Fußballplatz. Dann habe ich mich ein paar Mal ins Büro aufgerufen und gesagt, los jetzt, wenn dich nicht zusammenreißen, holen wir den Schabbus an. Und dann habe ich mich zusammengerissen, eine Woche, zwei. Und nachher ist es wieder passiert, Ausgang, Kreis 4 und so. Und dann habe ich den Schabbus abgeholt. Dann bin ich so gerutscht, weil ich habe gesagt, ich vertelle. Ich hätte ja mitgeschaut bei dieser Mannschaft. Und bin ich nur auf der Bank. Dann habe ich gesagt, ich höre auf zu shooten. Dann bin ich nicht mehr trainieren. Und nachher habe ich gehört, dass St. Gallen mich Interesse hat. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich halt zu St. Gallen. Und dann habe ich also zu St. Gallen und dann habe ich mich verletzt und dann aufgehört. Der zweite Trainer ist da überhaupt, wer ist das gewesen? Ja, ich bin Amateur gewesen natürlich, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Aber ich habe den Timo sehr gut, glaube ich, ergänzt, weil wir haben miteinander gut zusammen gearbeitet. Und ich habe nicht nur Kondition gemacht, zumal, sondern Schusstraining und Goalie-Training und so weiter und so fort. Und ich bin 73 gekommen, zuerst Inter A und nachher habe ich die Reserve übernommen. 73, 74. Und vom 74 offiziell bin ich Assistent geworden. Und die Zeitung steht, haben wir zeitlich gestanden, dass eben jetzt etwas Neues macht Zürich. Sogar der Konietzka hat den Assistent, weil wir haben da bis noch Platz gewalzen, er und ich. Also das war eine ganz andere Zeit gewesen, wie jetzt, nur dass wir trainieren können. Also ich glaube, dann vielen Dank fürs Zuhören und fürs Treiben. Die Bar ist noch offen, man kann sich noch vergnügen.